hier mit Hans-Michael Kötzle. Herr Kötzle, wann wird eine Modefotografie zu einem Kunstwerk? Also Modefotografie ist zunächst mal natürlich Information über die Mode, aber das ist natürlich das Bild im Warenhauskatalog auch. Zum guten Modefoto wird es, wenn es mehr aussagt, als nur Modeinformation zu transportieren. Wenn es Lebensgefühl, wenn es Erotik, wenn es Verführung ausstrahlt, vielleicht auch eine gewisse Laszivität, wenn es den Geist einer Zeit transportiert, Swinging London, sage ich mal als Beispiel, dann kann es zu einem guten Modefoto werden. Wenn es zu einem exzellenten werden soll, braucht es natürlich auch das Handwerk und die Regiekunst eines großartigen Fotografen. Was sollte denn der Fotograf mitbringen? Also er muss zunächst mal die Technik beherrschen, er muss Licht setzen können, er muss mit den Modellen umgehen können und er muss sich innerhalb gesetzter Grenzen, wir dürfen nicht vergessen, Modefotografie ist Auftragsfotografie, natürlich eine Choreografie überlegen, er muss etwas inszenieren, er muss Ideen haben. Was gehört dazu? Sie hatten es schon mal erwähnt, das Licht ist sehr, sehr wichtig. Die frühe Modefotografie war ja eine mit großen Platten, das heißt die Belichtungszeiten waren lang. Man musste also Posen finden, die die Models auch halten konnten. Später kam dann das Kleinbild, da ging man dann auch auf die Straße. Das heißt, da musste man dann auf der Straße die Models in eine bestimmte Bewegung bringen, die einerseits natürlich ist, aber die auch einen gewissen Reiz, eine gewisse Sportivität ausstrahlt. Wie hat sich denn die Modefotografie in den letzten Jahren entwickelt und auch verändert? Die große Zäsur war sicherlich das Prêt-à-porter, das ab den 50er Jahren kam. Das heißt, die Frauen haben nicht mehr nachgeschneidert. Die Frauen kauften von der Stange. Das heißt, es ging in den Modefotos nicht mehr so sehr darum, Modeinformation en Detail zu bringen, sondern tatsächlich Lebensgefühl, sportives Lebensgefühl, Witz, Ironie, bis hin zu einer gewissen Freizügigkeit auch. Also einen gewissen Spirit zu transportieren, eine Emotion, das ist im Grunde das Entscheidende heute. Emotionen zu transportieren. Vielleicht können Sie was zu diesem Kunstwerk, Meisterwerk der Fotografie sagen? Also das Bild ist sicherlich ein Zitat. Richard Avedon hat ja schon mit Elefanten gearbeitet. Hier Madonna in der Rolle einer Femme Fatale mit Zigarette. Das ist natürlich auch ein Zitat und hat eine lange Tradition. Aber da sehen Sie ganz klar, es geht nicht wirklich um Mode. Ich meine, Strapse, Schuhe, Babydoll. Das ist nun nichts wirklich Neues. Aber die Art, wie man das mit einem solchen Elefanten nun wieder als maskuliner Figur kombiniert, das hat natürlich schon etwas unglaublich Suggestives und ist eine fantastische Umsetzung auch. Dann vielen Dank, Herr Kötzle, für den Einblick und einen schönen Abend für Sie. Gerne.